Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts mit mir, dem Dougie LP, hier mal wieder in einer, genau Leute, Solo-Folge. Wobei so Solo ist die Folge gar nicht, seht ihr im Hintergrund. Seidenschnabel bzw. Schnäbelchen, natürlich. Hallo Schnäbelchen, na, alles gut bei dir? Oh, das ist toll, ich streichel dich, Schnäbelchen. Ja, die Frage, die sich euch aber wahrscheinlich jetzt gerade schon stellt und die ich natürlich direkt mal am Anfang beantworten werde: Was habe ich eigentlich in dieser heutigen Folge vor? Ich glaube, jeder würde schon erahnen, dass wir heute hier in diesem Bereich weiterbauen werden. Und ja, da habt ihr vollkommen recht, Leute. Ein Blick in mein Inventar sollte eure Fragen vielleicht noch ein bisschen eher beantworten. Denn ihr seht, ich habe einige verschiedene Bäume dabei, verschiedenes Holz und verschiedene Blätter dieser Bäume. Allerdings, ja, müssen wir eventuell gleich nochmal ein bisschen mehr Blätter organisieren, weil ihr seht, das sind jetzt nicht gerade wirklich viele. Aber da das hier heute erstmal so eine Art Experimentierfolge ist, müssen wir jetzt auch nicht unbedingt große Mengen an Items haben, genau. Als allererstes, bevor wir jetzt überhaupt aber mit irgendetwas anderem anfangen, werde ich einmal hier den Boden ein bisschen abbauen, damit wir hier auch Erde setzen können. Denn ich würde gerne die Testphase heute in diesem Bereich hier anfangen, weil, naja, wir hier genug Platz haben und es ist der erste Bereich, wo wir halt, ja, sowieso Bäume bauen müssen. Denn das hier wird eine sehr, sehr wichtige Folge für die Zukunft von Let's Build Hogwarts, Leute. Also gut, dass ihr eingeschaltet habt und am besten dranbleiben, denn eure Meinung ist am Ende der Folge gefragt und sie wird extrem, extrem wichtig für die Zukunft sein. Und das ist nicht einfach nur so doof dahergelabert, sondern das ist wirklich so gemeint. Und ich komme auch einfach mal direkt zum Punkt, weil, wie gesagt, wir haben viel zu tun. Der Punkt ist der, dass ich euch mal fragen möchte, wie es jetzt mit der Baumgestaltung bzw. mit der Gestaltung des verbotenen Waldes werden soll. Also wie ihr euch das vorstellt, was eure Wünsche wären und natürlich vor allem in Bezug darauf, wie bauen wir jetzt eigentlich die Bäume. Ich hatte, glaube ich, schon mal so eine Frage in den Raum geworfen, ich glaube in Streams und auch, glaube ich, in ein oder zwei Folgen, wo ich auch mal so ein bisschen rumgefragt habe, aber nie so explizit wie heute. Ich werde, und da werde ich mir extra nur, ich mache mir jetzt, glaube ich, Leute, wisst ihr was? Einfach mal in der Folge mache ich mir jetzt so eine Notiz, so, Umfrage einbauen. Sekunde, es geht sofort weiter. So, jetzt habe ich es mir notiert, Leute. Also, wenn ich es jetzt vergessen sollte, habe ich keine Ausrede mehr. Ihr findet in der Infobox unter diesem Video eine Umfrage. Daniel aus der Zukunft, da ist eine Umfrage. Hust. Genau, und da könnt ihr einmal abstimmen, welche Version ihr am besten findet. Also die Version, die wir heute bauen werden. Allerdings werde ich wahrscheinlich nicht alle auf einmal umsetzen können. Das wird ein bisschen dauern. Aber die Umfrage bezieht sich halt vor allem auf den Punkt, wollen wir die Bäume einfach pflanzen, so wie jetzt diese hier zum Beispiel, oder wollen wir sie selber bauen? Ich werde heute in dieser Folge mal einen Versuch starten, also einfach mal gucken, wie funktioniert das so mit dem selber bauen, wie sieht das dann am Ende aus, funktioniert das gut, habe ich da vielleicht ein Händchen für oder wie üblich nicht und ob ich da ein Händchen für habe, mal ganz im Ernst, Leute, also es haben mir jetzt mittlerweile sehr viele geschrieben, was mich übrigens auch sehr freut, vielen Dank dafür, dass ich wohl gar nicht so verkehrt in Sachen Außenausbau bin, also Außenkulisse, Ländereien, Bäume, Seen, Flüsse, wie auch immer. Und das freut mich sehr, Leute. Das freut mich wirklich, wirklich, wirklich sehr. Weil, naja, ihr wisst ja, meine Schwierigkeiten, was Indoor-Einrichtungen vor allem anbelangt. Outdoor, also ich sag mal Gebäude, Fassaden von außen, war ich nie ein wirklicher Profi, bin ich immer noch nicht. Aber ich würde sagen, dass ich deutlich besser geworden bin über die ganze Laufzeit. Aber ich hatte ja auch genug Gelegenheiten zu üben, jetzt an Hogwarts. Insgesamt 7 Jahre. Und die meisten Sachen, die wir in LBH gebaut haben, sind nun mal Außenfassaden. Also von daher, ja, ist klar, dass man da ein bisschen was mitnimmt, auch wenn man ein Spatzenhirn hat, so wie ich. Aber, ja, Innenausbau ist jetzt allerdings ein relativ neues Thema. Und da war ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich gut drin. Und das hat mir auch am wenigsten bisher so allgemein gefallen. Damals habe ich es zwar sehr geil gefunden, die Vorstellung, aber ich muss sagen, es gibt noch sehr viel für mich zu üben und es hilft mir wirklich sehr, eure ganzen Inspirationen in Form von Bildern und Kommentaren und was weiß ich nicht noch alles zu bekommen und daran abzuleiten, wie ich etwas baue oder ja, einfach daran quasi Ideen zu entwickeln. Und die aktuelle Version von Gryffindor beim Gebäudekomplex hinten bei den Gewächshäusern ist auf jeden Fall auch wieder eine sehr, sehr coole Möglichkeit für mich, ja, einfach mal wieder ein bisschen Inspiration zu farmen, zu sammeln, wie auch immer. Und ja, es ist auf jeden Fall eine coole Sache. In Sachen Außenausbau, muss ich sagen, gefallen mir meine
arbeiten eigentlich auch ganz gut. Also kommt jetzt hoffentlich nicht so eingebildet und abgehoben rüber. Aber ich glaube, da schlage ich mich nicht ganz so schlecht. Also jetzt hier die Ländereien, das mit der Holzbrücke und mit dem Fluss unten und allem drum und dran. Also die meisten Leute, wo ich so lese, sagen, dass es schön ist. Und ich persönlich muss auch sagen, dass es mir gefällt und ich würde das nicht sagen, wenn es nicht so wäre, weil ihr wisst, ich würde mich jetzt nicht loben, nur weil ich mich loben will, weil das wäre ja irgendwie Selbstbetrug und das finde ich einfach unreflektiert und dumm und Selbstbetrug ist einfach blöd und deswegen mache ich das nicht. Ja, aber natürlich auch da werde ich mich noch ein bisschen weiterentwickeln, hoffentlich. Und ja, wie bin ich jetzt eigentlich auf das Thema gekommen? Ja genau, also ich tendiere so ein bisschen selber, lasst euch davon nicht beeinflussen, Leute, eure Meinung darf gerne komplett anders sein als meine. Ich nehme noch mal kurz den Zeitumkehrer, weil ihr merkt schon, hier geht schon wieder die Sonne unter, weil der Berg leider da noch ist. Ja, Zeitumkehrer, ahoi. So, und dann so. Ja, jetzt kommt die Sonne gleich wieder hervor, dann haben wir hier wieder ein bisschen mehr Licht. Genau, also ich erhoffe mir dadurch einfach, dass ich die Bäume vielleicht sogar ganz gut bauen kann. Wobei das natürlich auch wieder was anderes ist als irgendwie Außenkulisse an sich. Ja, es muss halt natürlich gebaut werden. Bin gespannt, wie mir das gleich gelingen wird. Aber ja, ein anderer Grund, der mir da einfällt, ist halt der, dass die Fichtenbäume, also jetzt diese hier, in der Vanilla-Version ehrlich gesagt ein bisschen zu gedrungen, zu klein und zu mickrig wirken. Wir können natürlich ausweichen. Wir können natürlich sagen, okay, vielleicht machen wir auch einfach eine Mischung. Wir nehmen einfach Vanillabäume, pflanzen die, aber erweitern die halt auch um einen gewissen Prozentsatz und ja, fügen Blätter hinzu, fügen Holz hinzu, fügen Stämme hinzu und ja. Oder wir gehen einfach den Weg und nehmen Schwarzeichen, weil Schwarzeichen wachsen ja generell deutlich größer als Fichten. Wobei wir Fichten ja auch in dieser 2x2-Konstellation pflanzen könnten, dann wären sie auch größer. Habe ich gelernt, Leute, ja. Aber, ja, also wir hätten auch mit den Vanillabäumen viele Möglichkeiten, entsprechende Bäume zu bauen, allerdings dann halt Vanillabäume. Und sie sehen nicht alle exakt gleich aus, aber ähnlich auf jeden Fall. Wobei das auch unsere selbstgebauten würden, aber, ja, ich denke mal trotzdem ein bisschen anders auf jeden Fall. Ja, das soweit erstmal dazu. Ich baue jetzt hier gerade nochmal eben den Steinboden ab, einfach damit ich jetzt hier gleich Erde setzen kann, damit wir eine gewisse Fläche für die Bäume haben. Ich mache jetzt noch hier so eine Zweierlinie, dann sollte das eigentlich reichen. Ich will nicht so viel Zeit für die Aufgabe hier aufopfern. Vielleicht werde ich auch nächste Folge nochmal ein bisschen gucken, aber ich will auf jeden Fall den verbotenen Wald gut geplant haben. Denn wenn wir jetzt hergehen und diese Woche und auch nächste Woche und danach die Woche und danach die Woche weiter in den Streams hier weiter, also bauen natürlich. Und warum habe ich eigentlich vorhin die Erde hier abgebaut? Ja, genau, Daniel, du bist mal wieder absolut auf dem geistigen Stand eines Dreijährigen. Ja, genau. Was ich sagen wollte, wenn wir jetzt hier in den nächsten Streams ja weiter die Felsen abbauen, hier die Berge und so weiter, dann haben wir eigentlich Fläche frei gemacht für den verbotenen Wald. Und ganz im Ernst, Leute, ich habe ja schon gesagt, in dieser Staffel würde ich gerne den verbotenen Wald anfangen. Und dazu stehe ich auch, da habe ich Bock drauf. Und natürlich würde ich dann die Gelegenheit nutzen und würde diesen neu gewonnenen Platz direkt für den verbotenen Wald umsetzen wollen. Betonung auf wollen, weil ob wir das können, ist wieder eine ganz andere Geschichte. Weil dafür brauchen wir halt die exakte Idee für die Bäume, für den verbotenen Wald generell und so weiter und so fort. Und ja, deswegen die heute sehr wichtige Frage, wie bauen wir das eigentlich? Und was wir dann auch noch machen müssen, was ich glaube ich auch, ja, also was dringend so gemacht werden muss, ist der Punkt, dass wir, naja, also ich würde gerne erst terraformen, also den ganzen verbotenen Wald ein bisschen terraformen, weil der wird ja nicht komplett Flatland werden, sondern der wird ja auch, ja, sehr, sehr, sehr viele kleine Hügel haben zum Beispiel. Moment, wir müssen mal eben kurz Warp Cobble, so. Weil ich Erde brauche, hätte ich mir vielleicht auch nochmal mitnehmen sollen. Erde haben wir hier, genau. Ja, ich nehme mal ein bisschen was raus. So, das sollte, glaube ich, schon reichen, oder? Aber warte mal, den Cobblestone. Ja, also, Nevio, Flo, ich weiß nicht, wer alles mitgeholfen hat. Flo auf jeden Fall. Haben hier das Lager vergrößert, wie ihr seht. Also, das habe ich im Stream schon ein bisschen gezeigt. Das wurde jetzt aber nochmal um einen großen Faktor, ja, vergrößert. Und da drin sind halt... Okay, hier ist noch nichts. Das ist schon mal gut. Da hätte ich Platz. Aber ich will jetzt ja auch nicht einfach irgendwas reinstopfen in der Gefahr, dass ich das dann falsch einsortiere und richtig Ärger bekomme und auf die... Ja, nee, da passen wir besser auf. Ich guck mal eben kurz hier. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo eine freie Kiste? Irgendwo, wo ich Kobbel reinschmeiß? Ah... Chillig, Leute. Gut, dann schmeißen wir den ganzen Stuff da mal rein und dann nehme ich nur noch ein bisschen Erde mit und dann haben wir, denke ich mal, auf jeden... Ja, wir haben jetzt schon genug bestimmt, aber naja, lieber zu viel als zu wenig. Ach, verdammt, ich habe... Oder habe ich mir da ein Home gesetzt? Warte mal. Home hat... Doch, ich glaube, ich habe mir... Ja, nice, Leute. Ha,
Cool. Ja, dann gehen wir mal wieder dahin und ja, ich muss ein bisschen auf die Uhr achten, Leute. Nicht, weil ich irgendwie keinen Bock auf die Folge hätte, sondern weil ich halt schauen muss, dass wir die Zeit so koordinieren, dass es halt mit den Bäumen noch funktioniert, weil eine reine Terraforming-Folge will ich auf keinen Fall machen. Ja, also wir müssen dann einerseits, wie gesagt, Terraforming, eine große Frage. Da müssen wir schauen, wie genau bauen wir das, weil wenn wir die Bäume gebaut haben, dann ist das mit dem Terraforming deutlich schwerer. Da müssten wir, also stellt euch vor, wir haben da einen Baum stehen, aber der Baum soll eigentlich auf einem kleinen Hügel stehen oder, keine Ahnung, daneben ist so ein Felsvorsprung und den wollen wir ein bisschen verkleiden. Dann ist der Baum halt einfach im Weg, da müssten wir den Baum wieder abbauen und müssten dann terraformen und genau. Und deswegen wäre es, glaube ich, deutlich schlauer, wenn wir es so machen, dass wir zuerst terraformen und dann die Bäume setzen. Ja, genau. Aber für eine Testphase, ne, können wir es ja trotzdem einmal hier versuchen. Und auch bei dem Terraformen ist natürlich die nächste Frage, die möchte ich gerne auch mal in dieser Folge stellen. Weil, ja, gut komprimiert ist, glaube ich, besser als gut verteilt. Weil dann hört ihr das auch alles. Genau, wie würdet ihr das denn gerne gebaut haben? Also aus welchem Material? Ich würde jetzt hier nicht die ganze Zeit den Boden aus Erde bauen wollen, weil Erde, gerade wenn da Wiese drauf wächst, etwas zu lebensbejahend ist. Und der verbotene Wald ist jetzt nicht unbedingt das, was ich als lebensbejahend bezeichnen würde. Wir können natürlich hergehen, auch mit Kies arbeiten. Ich würde gerne auch vielleicht mit, ja, es gibt so Schlammblöcke oder so, oder ich glaube auch so ein Stein, der im Nether zu finden ist, der auch relativ gut da passen würde. Aber ja, all eure Ideen zum verbotenen Wald, zur Außenkulisse und zum Bearbeiten insgesamt, schreibt mir die einfach mal gerne in die Kommentare, macht mir Bilder, baut selber was in Minecraft, schickt mir davon die Fotos und so weiter und so fort. Genau, ich bin da sehr gespannt, ich freue mich drauf und werde mich da auf jeden Fall inspirieren lassen, weil der verbotene Wald wird in dieser Staffel ein sehr prominentes Thema, er wird in den kommenden Staffeln ein sehr prominentes Thema werden und ich glaube, er wird uns ohnehin in LBH eine ganze Zeit lang begleiten. Einfach, weil es so riesig wird, einfach, weil es eine Highlight-Aufgabe in meinen Augen ist, aber ich denke auch in vielen eurer Augen. Und ja, allein schon die ganzen Insider, die man später einbauen kann, die Vorstellung, dass der Server hier drauf spielen kann, dass später der verbotene Wald einfach besucht werden kann und dass dann da ein Zentaurenlager ist, dass dann Akromantula-Nest ist, dass der Fort Anglia da durchbrettert. Leute, es ist einfach der absolute Wahnsinn und ich hätte alleine schon so viele Insider, die man da einbauen könnte. Ich würde auch total gerne, also ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen ein bisschen makaber, aber ich würde voll gerne ein totes Einhorn da irgendwie hinlegen und dann, keine Ahnung, einen Krill, der da so drüber hockt oder, ne, der dann da das Blut saugt, also eine Anspielung auf Teil 1 oder so. Aber da müssen wir uns auch nochmal ein bisschen so gemeinsam überlegen, welche Insider bauen wir da eigentlich ein, welche wären passend, welche würden gut aussehen und welche wären vielleicht ein bisschen, ja, nicht so, also nicht so schön. Da müssen wir mal schauen. So, Leute, ich komme jetzt hier aber, was Terraforming anbelangt, wirklich zu einem Ende. Ich will jetzt hier, komm, nur noch diese eine stacken, dann haben wir eh keine Erde mehr. Und dann geht's an die Bäume. Von mir aus mache ich die Folge auch ein bisschen länger. Ihr habt da eh nichts gegen. Aber ich will meinem Vorhaben treu bleiben und jetzt einen Baum hier bauen, Leute. Yay. Yeah. Bäume pflanzen mit Dagi. so, wir haben es gleich. So, jetzt haben wir es nochmal, der Block hier weg. So, Magnetmodus habe ich ja nicht mehr, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, da hinten lagen, ja, hier liegen auch noch Blöcke. Ey, das ist noch so verdammt ungewohnt für mich, dass die Blöcke einfach nicht zu mir fliegen. Wahnsinn. So, kann man eigentlich irgendwie provozieren, dass hier keine Wiese drauf wächst? Also auf der Erde meine ich jetzt. Gibt es da irgendwie Trick 17 oder 18 oder so? Wenn ja, dann schreibt mir den gerne mal, weil ab und zu fände ich das gar nicht so schlecht, wenn hier keine Erde drauf wachsen würde. Gut, Leute, also, wir können hier mal gerade spaßeshalber einfach einen ganz großen Fichtenbaum hier setzen, weil ich mir das halt auch gerne mal angucken wollen würde. So, das heißt so ein Vierer, dann nehmen wir auch gleich Knochenmehl, müssten wir eigentlich noch irgendwo was haben. Und während wir warten, dass es gleich auch auf natürliche Art und Weise wächst, werde ich jetzt mal hier einen Baum bauen. Und zwar aus Schwarzeichenholz. Ich würde gerne die, ja, genau, Daniel, so wird ein Baum vermutlich wachsen, bestimmt. Du hast es auf jeden Fall rausbekommen. Ich würde gerne die Bäume in dieser Stammdicke bauen. Einfach weil, ja, so ein Einserbaum, finde ich, ist ein bisschen mickrig. Und wir sind hier immerhin im verbotenen Wald. Die Bäume hier sind 1000 Jahre alt. Oder so um den Dreh. Ich weiß nicht, wie alt ist der verbotene Wald? Gibt es da kanonische Infos? Ich meine nicht. Ich weiß aber, dass der verbotene Wald eben, ja, wahrscheinlich so alt ist wie Hogwarts, würde ich jetzt einfach mal schätzen, oder? Muss ja. Und Hogwarts ist 1000 Jahre alt. Bäume können 1000 Jahre locker überleben, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin aber nicht so ein krasser Biologe, Leute. Eher so Hobbybiologe.
Aber ja, Biologie mit Dagi, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie alt schätzt ihr die Bäume im verbotenen Wald? Ich sage so um die 800, 900 Jahre, 1000 Jahre. Könnte ja auch sein, dass die Macher von Hogwarts, also die Gründer, die selber gepflanzt haben. Kann ja sein. Und ja, was auch immer das dann zu bedeuten hat. So, Licht geht wieder hinter dem Berg unter. Dankeschön, Sonne, dass du nicht einfach durch den Felsen durchscheinen kannst. Sehr nett. Warte mal, Zeitumkehrer, ahoi. So. Ja, so ist besser. Jetzt ist die Sonne wieder da. Hehe. gut. Was ich hier übrigens gerade mache, Leute, einfach frei nach Schnauze. Ich habe keine Ahnung. Mir auch keinen Plan direkt gemacht. Und, ja, also das Übliche quasi. Das Übliche wieder, genau. Aber ein bisschen verzweigt würde ich ihn gerne schon bauen. Allerdings erst so oben hin, so, wisst ihr, wie ich meine. Also, dass wir quasi, erst oben da so einen richtig buschigen, buschige Baumkrone bauen, genau. Moment. Ja, da. Ich weiß gerade nicht so ganz genau. Wisst ihr, wie wir es machen? Ich hole jetzt mal gerade eben Knochenmehl. Weil ich will mal eben den natürlich gespawnten Viererbaum sehen. Und dann schauen wir uns mal an, ob das vielleicht nicht auch schon gut aussieht. Also ihr braucht ja ein Vergleichsobjekt. Ach nein, ich habe ja alles wegsortiert. Oh nein. Okay, wir müssen eben Warp-Kobbel. Ja, das ist immer der Struggle am Anfang einer neuen Staffel, wenn ich mir erstmal wieder einprägen muss, dass die Sachen nicht da stehen, wo sie normalerweise stehen, weil ich sie aufgeräumt habe. Und Tati, genau, nicht zu vergessen. Tati, Carmen, wo haben wir Knochenmehl? Komm schon, das ist doch hier bestimmt irgendwo, oder? Knochenmehl, komm schon, verlass mich nicht. Wo bist du? Knochenmehl. Knochenmehl. Warte mal, hier muss doch irgendwo eine Kiste sein mit Mobzeug oder so. Steinziegel, Treppen, Steinstufen. Das ist alles nicht das, was ich suche. Ach, komm schon. Andere Samen, alles klar. Ich weiß nicht, haben wir Knochenmehl hier noch irgendwo? Sollen wir irgendwie in der Freebuild? Was? Ah, darf ich nicht. Ach, verdammt ich nochmal. Warte, wir gucken nochmal kurz. Warte. Nee, da war auch nichts. Ich weiß, dass ich noch irgendwo was an Knochenmehl hatte, Mann. Oder wir können auch nochmal eben zur LBA-Base, wobei das wäre zeitlich sehr, sehr blöd geregelt. Vielleicht da oben noch in der... Da habe ich schon reingeguckt, ne? Das ist Zucker, ja, schade. Okay, wartet mal, Leute, dann gehen wir nochmal eben gerade ganz kurz in die... Ja, genau, schreiben muss man halt können. In die Base, vielleicht haben wir da noch ein bisschen Knochenmehl. Oh Mann, das kann doch jetzt nicht daran scheitern. So, haben wir hier Knochenmehl? Nein, nein, nein... Also ich hoffe, da ist nichts, aber ich bin manchmal ein bisschen blind. Also wenn ihr was sehen solltet, dann tut mir das leid, dass ich so verdammt blind bin. Ah, Knochen! Oh, Leute, nice. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Hat sich zum Glück nicht ganz so doll gezogen. Sehr gut. So, da sind wir wieder. Jetzt bin ich aber mal gespannt, Leute. So, jetzt machen wir erstmal die Knochen zu Knochenmehl. So, wunderbar. Das sollte auch von der Menge auf jeden Fall reichen. Und dann schauen wir jetzt mal. Ich bin sehr gespannt, Leute. Wäre lustig, wenn das jetzt so auf natürliche Art und Weise gewachsen wäre, während ich mir da einen abgesucht hätte. So. Ja, okay. Das ist ein großer Baum. Der ist ja größer als das, was ich hier gebaut habe. Also, ist jetzt die Frage, Leute. Ich finde den gar nicht mal so verkehrt an sich. Also, es gibt da ja auch verschiedene... Lol. Wenn man sich vorstellt, dass diese Bäume hier dicht an dicht im verbotenen Wald stehen, dann hätte man bestimmt auch wieder diesen Eindruck, dass die Bäume halt einfach... Die waren ja auch im verbotenen Wald relativ gerade hochgewachsen. Die hatten ja nicht irgendwie so ein Gewuschel irgendwie in der Mitte oder so, sondern das waren riesige Stämme, die einfach gerade nach oben gewachsen sind und oben war dann die Krone. Und die Kronen oben haben dann quasi ja das Licht so ein bisschen abgeschirmt, sodass der ganze verbotene Wald an sich sehr dunkel war. Wenn wir jetzt hergehen und solche fetten Okolyten hier überall setzen, sodass die Blätter oben wie so ein Blätterdach am Ende wirken, dann müsste das doch eigentlich geil aussehen, oder? Ich bin jetzt echt am Überlegen, Leute, weil mir fällt gerade auch auf, dass so einen Baum zu bauen nicht nur verdammt viele Ressourcen benötigt, sondern auch verdammt viel Zeit, weil ein Baum dauert dann ja in der Regel... Ja gut, man könnte auch mit einem Bauteam die Bäume bauen, aber es dauert ja schon eine gewisse Zeit... Ah, es ist so schwierig, Leute. Es ist so schwierig. Was würdet ihr sagen? Also klar, kann man jetzt schwer vergleichen, ne? Aber ich
geh nochmal gerade ganz kurz zu Warp Cobble, Leute. Ich habe nämlich vergessen, noch anderes Holz mitzunehmen. Ah, das ist so eine schwierige Frage. Ich bin mega gespannt, was nachher in der Abstimmung steht und was ihr so sagt. Ob ihr der Meinung seid, dass wir das, ja, selber bauen sollen oder eben mit auf natürliche Art und Weise. Ich hätte zuerst gesagt, selber bauen, aber irgendwie bin ich jetzt fast schon eher auf den Trip, dass wir das auf natürliche Art und Weise machen. Was deutlich, deutlich, deutlich günstiger wäre. Und trotzdem noch sehr viel Zeit. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, der Daniel ist nur wieder faul oder so. So oder so wäre das immer noch viel Arbeit, weil ich meine, wir bräuchten eine Unmenge an Setzlingen. Also trotz allem bräuchten wir so viele, mega viele Setzlinge. Und ja, die ranzubekommen ist ja auch noch eine Herausforderung und auch nicht mal ebenso einfach erledigt. Von daher würde ich jetzt nicht hergehen und sagen, ich mach's mir nur leicht oder so. Aber ja, ist jetzt die Frage. Also ich finde, die selbstgebauten Bäume müssten schon exponentiell gut aussehen. Und ich finde das Wort ziemlich clever, deswegen habe ich es gesagt. Damit das ein Argument ist, die dann eben auf natürliche Art und Weise zu, ja, also selber zu bauen, das wollte ich sagen. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir das so hinkriegen werden, dass die... Ich weiß nicht, das ist alles... Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich hier gerade mache. Und ich würde, glaube ich, eine ganze Folge nur an einem Baum sitzen... Guck mal, da sitzt jetzt eine kleine Eule. Ich würde, glaube ich, die ganze Folge nur an einem einzigen Baum sitzen, bis der mir dann irgendwann gefallen würde. Also, es ist eh nur ein Experiment, Leute, aber ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. Also, wir können jetzt gerne mal ein bisschen Blätter dran setzen, aber das wird den Braten auch nicht mehr fett machen. So. Und, ja, das wäre jetzt auch natürlich nicht der irgendwie fertige Baum, den ich mir da so vorstellen würde. Ich würde da natürlich trotzdem noch mehr Feinheiten einbauen und so. Ich will nur mal gerade kurz einen Vergleich schaffen, nur die Folge ist jetzt nicht mehr ganz so lang. Deswegen mache ich mal ein bisschen hinne gerade. Eule, kannst mal eben weggehen? Danke. Ja, aber ich würde normalerweise natürlich nochmal deutlich mehr Zeit in diese ganze Geschichte stecken. Aber ich glaube trotzdem, dass das eventuell nicht den gewünschten Erfolg bringen könnte, den ich mir da wünschen würde. Also, dass wir da trotzdem auf die Vanillabäume ausweichen. Ach man, Leute, ich bin echt gespannt, was ihr sagt, aber ich weiß es nicht. Also am Anfang, wie gesagt, war ich der Meinung, selber bauen, aber irgendwie hat sich meine Meinung gerade im Laufe dieser einen einzigen Folge nochmal deutlich geändert. Ja, das sieht ja jetzt eher aus wie, ja, wobei, ich könnte mir vorstellen, dass es was werden könnte, wenn man es vernünftig macht und so. Warte, wir bauen nochmal einen Vanillabaum, einen großen. Ich will mal einen Vergleich ziehen zwischen diesem. Ich hoffe, da kommt jetzt ein anderer raus. Dass wir nochmal sehen, wie andere Vanillabäume dieser Größenordnung aussehen. So. Ja, genau. Das ist jetzt auch ein großer Baum, allerdings ein ganz anderer. Eher so ein Tannenbaum quasi. Wir haben einmal diesen da, der nur so eine kleine Baumkrone oben an der Spitze hat. Und dann haben wir hier so einen, der quasi überall Blätter hat, also so ein riesiger Tannenbaum quasi. Wenn wir das mischen würden, dann wäre das doch eigentlich ziemlich fancy, oder? Wollen wir nochmal gerade eben, komm, wir machen nochmal eben einen Schwarzeichenbaum in großer Form. Mal sehen, wie das aussieht. So. Perfekt, ich hoffe, der wächst hier. Hallo? Schwarzeichen, ja, genau, er wächst, okay. Ja, das wird auf jeden Fall wieder viel Holz bringen. Aber, ja, nee, die finde ich nicht schön. Also wenn, dann würde ich hergehen und wirklich mit Fichtenbäumen arbeiten. Also mit Vanilla-Fichtenbäumen 2x2, genau. Ja, jetzt liegt es aber an euch, Leute. Was fändet ihr besser? Sollen wir die Bäume selber bauen oder sollen wir sie mit Vanilla-Möglichkeiten craften, dass solche Bäume da rauskommen? Es gibt, glaube ich, noch Mann, ich will noch einen Baum bauen. Ich will euch alle Versionen zeigen. Wartet mal eben, Leute. Wir nehmen uns mal wieder Fichten. Wir bauen noch zwei große Bäume zum Abschluss der Folge. Kommt schon. Das kriegen wir hin. Aber ich will wissen, wie es aussieht. Ich will nochmal eben die anderen Varianten sehen. So. Zeitumkehrer nochmal eben Ahoi, weil wieder relativ dunkel. So, Moment. Zack und zack, wunderbar. Hat jetzt nur bedingt geholfen, aber egal. So, das ist nochmal ein Baum. Lol, da wächst der Baum bis... Okay, alles klar. Und dann haben wir... Ja, zweimal den gleichen. Alles klar, Daniel, sehr gut. Wieso wächst der denn so komisch? Ist das normal? Hallo? Und da drunter... Ja, moin, nö, der wächst tatsächlich so. Der wächst direkt auf dem Boden. Naja... Ist ja an sich nicht ganz... Ja, wobei, dann kommt es ja eher so einem Busch gleich, oder? Also wie so...
riesige Hecke, oder? Wieso wächst denn das so komisch? Ich mache noch einen, Leute. Mann, ich will euch halt einfach alle Versionen zeigen. Auch wenn viele wahrscheinlich schon alle Versionen gesehen haben. Ist ja jetzt hier nicht, keine Quantenphysik, die ich hier Minecraft mache. Aber ihr sollt das ja auch besser bewerten können und beurteilen können. Und ich will das auch beurteilen können. Dafür brauche ich halt einfach viele verschiedene Versionen, um zu sehen, was geiler ist. So, okay, noch eine, Leute. Jetzt aber wirklich die allerletzte. So. Ja, ich denke mal, jetzt haben wir viele Vertreter dieser Viererbäume gesehen oder zu sehen bekommen. Was würdet ihr sagen? Vanilla oder selber bauen? Ich muss sagen, ich bin mittlerweile für Vanilla. Allerdings dann 2x2 Bäume. Und ja, vielleicht hin und wieder mal gemischt mit ein paar selbstgebauten, aber nur wirklich ganz minimal. Und da könnte man ja auch dann andere Holzvarianten und Blättervarianten einsetzen, weil man sagen könnte, okay, es sind zwar überwiegend Fichten in dem Wald, allerdings auch ein paar andere Bäume. Und die könnten wir dann selber bauen. Also in der Abstimmung werde ich wahrscheinlich dann nur Vanilla, nur selbstgebaut oder eine Mischung aus beiden. Wenn ihr sagt, eine Mischung aus beiden, dann würde ich aber überwiegend diese Bäume hier nehmen. Also, oder diese hier besser gesagt, oder ne, halt insgesamt diese 2x2 Bäume. Und teilweise dann halt auch selbstgebaute. Ja, genau, das werden wahrscheinlich die Abstimmungsmöglichkeiten sein. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ist natürlich jetzt kein Riesenbaufortschritt gewesen, aber eine Experimentierfolge, die wichtig wird für diese Staffel und für den weiteren Verlauf dieser Staffel und auch für den weiteren Verlauf des Verbotenen Waldes wohlgemerkt. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Mittwoch um 14 Uhr auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch und wünsche euch bis dahin alles Gute und bis dann. Ciao, Leute!